ersten Testspiele stehen an. Die ersten Tag der Jugend haben wir auch hinter uns. Mit Hannover 96 sollten wir den hinter uns haben. Somit gucken wir mal, was uns da angeboten wird. Victor Popp ist verletzt und hat einen Innenbandriss. Gut, der interessiert mich gerade nicht wirklich. Der ist uninteressant. Sebastian Eicher. Da werden wir aber auch ein kurzes Gespräch. Peasley, warum? Peasley heißt er sogar. Der ist nämlich anscheinend ein Neuzugang gewesen. Das war's auch schon hier. Und da haben wir auch schon unser erstes Spiel, glaube ich, gegen Port Harcourt. Stadionkapazität sind 7599 und erwartete Zuschauerzahl ist 1609. Für unsere erste Partie, die geht gegen eine Mannschaft, die wir eigentlich schlagen sollten. Und das ist nur die Frage, soll ich nochmal kurz umstellen, bevor wir die Partie spielen? Oder nicht? Und die nächste Frage ist, ich schaue mir das erstmal an, der ersten Mal. Wie man wissen, wie die Mannschaft so beieinander ist und dann kann ich nur überlegen, ob man einen 90er braucht oder nicht. Schön, dass er mit dem Spieler sagt, dass ich ihn einsetzen soll. Das ist noch immer meine Entscheidung, muss man schauen. Und da haben wir nochmal einen jungen Spieler angeboten von Theo Jarvela, ein Finne ist das. Komm, den nehmen wir an. Finnische Spieler, da sage ich nicht nein. Sind alle an sich immer gut. So, was können wir uns denn da jetzt alles an? Sofort berechnen. Wäre natürlich jetzt die logische Variante, würde ich mal sagen. Also ich sag gleich vorweg, 3D-Spiele wird es bei mir keine geben. Außer es ist ein WM-Finale. Oder ein Champions League-Finale sowie Europa League-Finale. Sonst sind an sich keine 3D-Spiele geplant. Was ich machen werde, ist die größten Teile, den meisten Teil der Spiele in Textmodus durchlaufen lassen. Ich denke mir, das ist wohl die beste Variante. Ich weiß nur gerade, kann ich mir eigentlich dann die anderen Spiele theoretisch auch anschauen? Nein,
Nur ich in 3D-Modus hier bin, kann ich mir die auch hier anschauen. Nein, danke, da habe ich keinen Video-Modus, könnten wir uns mal anschauen. Aber jetzt noch nicht. Ich würde mal sagen, lassen wir es mal laufen, schauen wir uns mal die Partie von unseren Riedlern an. Ampfiff ist jetzt und es geht auch gleich los mit einer Ecke von rechts. Wo aber Nacho leider Gottes nicht trifft und der Torhüter Onua Mensah den Ball hält. Ja, was erwartet mich hier gerade? Ich würde mal sagen, meine Mannschaft ist stark genug. Vertraue auf diese Mannschaft an sich. Was haben wir da? Kann man da alles machen überhaupt? Die soll auch mit hohen Einsatz spielen, Mann. Das. Okay. Immer lieber die spielen mit mehr Elan als die spielen gar nicht. Ist halt die erste Partie und es steht nach 33 Minuten noch immer unentschieden. Schickt jetzt aber drei Spieler zum Aufwärmen. Sagen wir es mal so, Torschancen genug hätten wir schon in Angebot. So Chancen haben die Riedler genug gehabt schon. Taktisch gesehen will ich hier nichts wirklich umstellen, außer dass wir Konter spielen. Ja, das war ich schon, was ich umstellen will. Ja, der Rest, das geht so. Aua, das tut sicher weh für den armen Ersatzspieler. Also da habe ich Respekt vor ihm. So, Brentaler, Marc Brentaler kommt für Schrammel ins Spiel. Lexer für Roya. Und Markus Hammer für Nacho oder Casanova, wie er eigentlich heißt. Ich probiere ein bisschen aus, was die Spieler so können. Nebenbei lassen wir Hubert Auer aufwärmen. Und Jan-Marc Riegert auf aufwärmen. So Jungs, jetzt wird mal Zeit für ein Tor. Würde ich mal sagen. So kann das nicht gehen. Unentschieden will ich nicht den ersten Spiel spielen hier. Aber wenn es nur ein Test ist. Aber ein Unentschieden, ein Testspiel, das ist nicht gerade das, was ich mir erwartet hätte für die erste Partie meiner Mannschaft. Wechselt den Gegner eigentlich leicht gewählt. Und wieder nur Eckball. So, wir nutzen das aus und wechseln aus. Ich bringe jetzt zwei neue, zwei frische. Nochmal, es kommt Hubert Auer und dann sollte noch Jan-Marc Riegler für Thomas Reifelshammer kommen. Ja. Jetzt sind schon 67 Minuten um. Und ehrlich gesagt, derzeit bin ich noch nicht zufrieden. Ja, da kann man eigentlich nur zuschauen und hoffen, dass da noch mehr passiert, weil so kann es eigentlich nicht weitergehen. Das ging dir auch noch eine Chance. Eieieiei. Ja, ein bisschen zittern hier noch. Die wechseln nochmal Sam Barry für Barn Norris. Jetzt ins Spiel. Ja, sagen wir es mal so, wie es ist. Auftrag nach Mars ist das keiner. Da ist noch viel Handlungsbedarf. Sehr großer Handlungsbedarf auf jeden Fall im Mittelfeld, würde ich mal sagen. Mada, okay. Jetzt wechseln die nochmal gerade. Auffällig sicherlich, würde ich mal sagen, der Sturm ist noch nicht meins. Ein Sturm, okay, ein Sturm ist ein bisschen wenig. Eindeutig, es ist zu wenig wahrscheinlich. Ah, gut, wir haben jetzt die 76. Minute, da könnte man ihn noch einmal hier einen aufwärmen lassen.
mal auf, ja, mein. Und jetzt können wir eigentlich ein bisschen taktisch noch. Kann man dann auch kurz reagieren. Meine Chance, dass man nicht wirklich. Ja, wir hätten eine Chance zum Umstehen noch. Ah, 4-4-2 offensiv. Also wir haben jetzt einen Elfmeter für Board Harcourt. Habe ich gerade so mitbekommen, glaube ich. Oh je, jetzt ist der Elfmeter in den Kreis. Eins zu 0 für Board Harcourt. Togo Saba bei Elfmeter. Ja, jetzt brauchen wir auch nicht mehr viel nachdenken darüber. Das war's dann wohl. Ja, es ist jetzt bitter. Das ist bitter. Ja, das ist bitter. Ja, und die machen weiter in den Druck. Ja, Auftakt nach Maß war es keiner. Ich bin da mal jetzt und greife vor, das wird eine 1-0-Lage gegen Port Harcourt. Außer die treffen jetzt nochmal. Oh, Glanzparade von Auer. Gut, ich hätte vielleicht doch die Nummer 1 drin lassen sollen, die was drin war. Ich wollte Hubert Auer halt spielen lassen. Was halt ein bisschen eine Spielpraxis kriegt. Hessel hat gut gehalten, aber ja, was willst du machen aus drin? Du musst ein bisschen reagieren. Und jetzt, ja, jetzt schaut so aus, als würde ich gleich zum Auftrag eine kleine Pleite nehmen müssen. Ja, das kann auch die Reaktion sein. Wir brauchen wirklich richtige Fighter. Bisschen besser. Wie schaut denn die Statusberichte der Verletzten an? Glasner ist noch 2 Wochen weg und Gebauer noch 25, okay. So, liebe Freunde des gepflegten Fußballs, so geht das mal nicht. Wir brauchen einen Ersatztorhüter.
Schauen wir uns mal den Videotext an, was der kann. Schaut auch gut aus. Andresen 14 Wochen, Egemann 12 Wochen, Lala 9 Wochen. Wird's noch schlimmer? Ich habe nach 5 Minuten gespielt und da geht's rund. Und da ist der Ausgleich. Das Tor durch Peter Joachim Galvan. 5. Spielminute. Der Ausgleich für Tel Aviv. Die Führung hat eine Minute gehalten. Deprimierend eigentlich. Deprimierend. Was soll's? Ecke von links, Giano Pasquel. Die vorbei. Ja, die Eröffnungsphase war wirklich interessant. Eckball jetzt da gerade von Tel Aviv gewesen, aber auch. Der Ball geht daneben, geschossen wurde von Assi Baldut. Und jetzt wieder Udine in der Chance. Ich tue das, da kann man so viele Tipps geben wie der Assi, aber umständlich gar nichts dabei. Auffällig für mich derzeit Inla und Isla. Matteja Wüthra,
Der fällt nicht wirklich so auf. Das heißt, Antonio Di Natale darf aufhören, man. Und Bernardo Corratti. Jetzt eine Chance für Tel Aviv. Ja, und das ist das 2:1. Wieder Peter Joachim Galvan. Ja, und der Pausenstand ist 1 zu 2, Entschuldigung, also zufrieden bin ich mal nicht, aber da muss es Nachholbedarf da. Und somit kommen jetzt zur Pause mit Antonio Di Natale und Bernardo Corratti, zwei neue Stürmer. Matteo Vytra verletzt den Platz und auch Alexis Sanchez muss vom Platz. Es bleibt mir nicht so spät. Ich muss zwei neue bringen, die was ein bisschen mehr Druck ausüben können. Und ich werde auch zwei andere noch aufhören lassen. Nämlich Antonio Floro Flores und Quatro Asano. Ja. Ich bin mal gespannt, ob es überhaupt irgendwas bringt, was die Mannschaft derzeit leistet. Asamoah kommt auf jeden Fall für Gibiero Pinzi jetzt ins Spiel gleich bei nächster Unterbrechung. Asamoah für Pinzi jetzt ins Spiel. Hoffen wir, dass das ein guter Wechsel ist. Mit Flores warten wir noch und Tor! Tor in Udine, es war Bernardo Corratti. Okay, war vielleicht seine letzte Aktion in diesem Spiel schon. Ja, war sie auch. Flores kommt jetzt für Siqueira. Ich habe noch die Hoffnung, dass die Mannschaft jetzt Gas gibt und diese Partie noch gewinnt. Ja, Tel Aviv ist nicht die schwerste Mannschaft, würde ich mal sagen. Und wieder eine Chance. Vertan. Eckball jetzt für Udine gleich. Aber da werden wir nichts davon sehen. Ich würde mal sagen, wenn die jetzt mal ein bisschen Gas geben würden, könnten die noch gewinnen. Chance jetzt wieder für Udine und Tor! Tor für Udinese Calcio! Ja, und das war Antonio Di Natale. Also, mit beiden Einwechseln habe ich eine gute Hand bewiesen. Tel Aviv zum vierten Mal, glaube ich, jetzt schon. Und schon wieder wechseln sie. Also, ja, okay, die sind ja auch nicht ganz zufrieden mit der Mannschaft, eindeutig nicht. Da kann ich den Trainer auch verstehen. Die Schmidt und Uni drückt wieder ein, drückt, da drücken die weiter. Bernardo Corratti war's.
Und Pasquale hat es nicht geschafft. So, Dusan Basta kommt jetzt. Pfosten! Glück kann ihn was. Noch 10 Minuten werden angezeigt. Dusan Basta für Mauricio Isla jetzt im Spiel. Haben wir den zweiten Wechsel auch genommen? Nein, hat er glaube ich nicht. Aber jetzt. Mihita Benati für Christian Zapata ist jetzt auch noch im Spiel. Ja. Und auch bei Tel Aviv nochmal gewechselt worden. Resümee zu dieser Partie kann ich mal sagen, noch 83 Minuten, mir hat Udine gefallen. Sind unglücklich in Rückstand geraten, muss man sagen, glaube ich mal. Und die Mannschaft hat sich gut aus dieser Situation gerettet eigentlich. Und wenn es ein Sieg bleiben sollte, bin ich eigentlich mit Udinese Calcio sehr zufrieden. Nach meinen Auftaktpleiten von Hannover und von Ried und jetzt nochmal Antonio Di Natale. 4:2 für Udinese Calcio. Also jetzt haben das zu Hause die Udinese-Spieler. 87 Minuten gespielt und da sollte der Sieg jetzt glatt sein. Tel Aviv wurde bezwungen. Und zumindest mit einer Mannschaft kann ich mal ein bisschen jubeln. Eine Minute Nachspielzeit hätten wir noch. Nochmal eine Chance für Tel Aviv. Und den hat Hadanovic gehalten und bin ja sogar noch zu beneigen, dass ich da jetzt Berante bringe, Belati bringe noch. Den letzten Wechsel und da ist er auch noch. Das bringt noch Zeit. Ja, es hat ein bisschen Zeit gebracht. Lieber einen Spieler mehr bringen als ja. Bin ich zufrieden und jetzt will eigentlich nochmal München-Gladbach gegen Kobe oder Köbe heißen sie sogar. Aber zuerst darf Ried nochmal testen, sehe ich gerade. Josko Ried beim zweiten Testspiel jetzt gegen Tiaran. Und das heben wir uns jetzt dann wohl oder für den nächsten Part schon auf. Also eins, was ich jetzt noch machen möchte. Bevor mir diesen Party beenden ist, Raul Oliveiras ein Angebot unterbreiten. Ich denke mir, wir brauchen einen neuen Torhüter. Das ist das Minimum, was ich hier an Verstärkung holen muss. Na gut, dann sage ich mal danke fürs Zuschauen. Wir haben erlebt, zum Auftakt der ersten Testspielreihe, der ersten Testspiel von den Mannschaften, eine starke Partie von Josko Ried, die leider verloren ging. Eine starke Partie wahrscheinlich auch von Hannover 96, die auch leider verloren ging gegen Dalin. Aber dafür hat uns Udine gezeigt, dass es geht. Mit einem 4:2 gegen Außenseiter Tel Aviv. Und somit sage ich danke fürs Zuschauen und wir freuen uns auf den nächsten Part, wo das nächste Spiel nämlich wieder ein Testspiel ansteht. Wieder mit Josko Ried. Danke fürs Zuschauen.